So, hallo, herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Noch ohne den Herr Dreamtax, weil wir sind, was heißt wir, ich bin noch in den Vorbereitungen für die Aufnahme und ich wollte einfach mal so eine kleine Testaufnahme machen. Werde ich die auch mit rausstrahlen, weil es gibt ein paar Sachen zu klären, die ich und der Dreamtax gemacht haben in der Zeit zwischen letzter Aufnahme und heute. Und zwar, ihr seht es vielleicht oben, ich bin knapp Level 29. In der letzten Aufnahme war ich noch 16? 17? Handy noch leise stellen. Wie gesagt, ich bin noch voll in den Aufnahmeeinstellungen. Noch kein schallgedämmter Raum und so ein Scheißdreck. Muss ich alles noch machen. Der Dreamtest kommt erst in einer Stunde, aber ich fange halt jetzt schon mal an, weil ich nichts zu tun habe. Momentan. Mit 60 FPS nehmen wir momentan auf. Das ist ganz gut. Wie gesagt, die Qualität wird noch steigen, wie ich auch bei Thief gesagt habe. Qualität steigt auf alle Fälle. Ja, das Hochladen bei YouTube aus irgendeinem Grund auf einmal extrem schnell geht. Vorher habe ich für, ich sag mal so knapp 1 GB Video ungefähr 2 bis 3 Stunden gebraucht. Und jetzt hat YouTube irgendwie ein neues Update oder irgendwas haben die ebenfalls gemacht und auf einmal dauert das nur noch 1 Stunde. Sprich, ich kann definitiv bessere Qualität hochladen. Ich habe viel gelevelt, wie gesagt, Level 29 werden wir auf alle Fälle heute noch oder vielleicht sogar morgen. Und heute in der Folge kaufe ich mir mein, ich sag mal, geht hier online Traumauto. Nein, nein. Ach, toll. Au. Ist auch so ein bisschen wegen den Soundeinstellungen, ob die auch gerade okay sind. Weil ich habe festgestellt, letztes Mal, die waren recht leise. Immer noch die gleichen Waffen. Einfach mal so ein bisschen Aufnahme. Toll, das Auto steht da oben. Geil. Nerv! Fängt schon wieder super an. Auch für eine Testaufnahme. So, gehen wir mal hier hoch. Ich darf nicht zu lange reden, sonst wird die Folge heute wieder zu lang. Wir spielen heute auf dem öffentlichen Server. Letztes Mal waren wir auf dem Privatserver. Aber es haben sich ein paar Leute beschwert. Die haben gesagt, ey, komm, spiel mal auf dem öffentlichen Server, macht mehr Fun, Alter, und so. Gut, das habe ich mir zu Herzen genommen und habe mir halt gesagt, ja, okay, komm, mach ich. Deshalb spielen wir diese Folge auf dem öffentlichen Server, nur wenn die uns extrem abfacken sollten, wechseln wir wieder auf den privaten. Aber wenn wir auf öffentlichen Servern spielen, gibt es euch auch die Möglichkeit, mit uns zu zocken, derjenige, der eine PS3 hat. Der kann halt dann auch mit uns spielen oder mal mit an einer Session mit spielen. Die Leute, ich hoffe, ich kann die alle auf dem Server stillstellen, also stumm stellen, wenn die da wieder ins Mikro reingelabert haben. Einen habe ich schon stumm gestellt, weil der die ganze Zeit labert, dieses Bonsenkind. Der hier, der labert, der. Was? Nee. Ununterbrochen. Und dann hört der Sack auch noch Musik. Unglaublich. Ekelhaft. Ihr hört natürlich auch noch meinen Controller. Neues Auto habe ich mir auch zugelegt, wie ihr seht. Eine Stunde kommt es der Dreamtax. Aber okay, ich habe noch viel zu tun. Den Raum so schalldicht ein bisschen abdämmen. Ich habe da nämlich so Klebematten, die ich einfach an die Wand klebe. Sind so schwarze Klebestreifen, so Klett, weißt du? Und darauf sind so Schaumstoffmatten, so leichte. Später. So, und zum Beispiel jetzt so eine Mission, die werden wir dann wahrscheinlich auch einfach annehmen und einfach mal ein bisschen auch Mission machen. Was haben wir in den letzten 7 Folgen gemacht? Gar nichts, nur rumgekackt, ne? Das wollen wir diese Folge ein bisschen ändern, ein bisschen professioneller machen, weil ich habe gemerkt, GTA kommt bei euch recht gut an. Ihr wollt irgendwie ein bisschen mehr davon sehen. Das werde ich auch natürlich weiter fortsetzen. Alleine weniger, weil GTA Online alleine macht einfach definitiv keinen Spaß. Daher werde ich das nur mit dem Herr Dreamtax wahrscheinlich machen. Oder mit jemand aus der Community. Das will ich sowieso da mal machen, wenn die Community ein bisschen größer ist. Also ich gehe da mal so an die 100 bis 200 Abonnenten. Wir haben ja im Moment Stand sind 30, 40. Ich habe gar nicht mehr geguckt lange. So um die 30, 40 müsste ich jetzt haben. Also es kommt ganz langsam. Es kommt immer so ein Tag oder alle 2 Tage kommt so ein Abo dazu.
freue ich mich natürlich. Und ich hoffe halt, dass das in Zukunft noch mehr wird. Und wenn es dann mehr wird, dann kann ich ja mal gucken, ob ihr mal Bock irgendwie auf so ein Community-Game habt. Schreibt mir dann mal eure Namen oder so. Und dann können wir auch mal von mir aus so eine Runde Call of Duty oder so alles zusammen machen. Sowieso mal ein bisschen mehr mit der Community machen. Das bringt ja nichts, wenn ihr einfach meine Videos guckt. Ihr sollt ja auch mit dabei mitmachen, ne? Gibt natürlich ein paar Voraussetzungen. Keine Werbung beispielsweise darf nicht gemacht werden. Das macht dann ich. Weil Werbung für seinen Kanal von jemand anderem ausnutzen, das ist, ey, tut mir leid, das ist das assigste ever. Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Komme ich da hoch? Ja! Ach, diese Sonnenaufgänge. Ich feiere diese Sonnenaufgänge einfach in GTA Online. Beziehungsweise in ganz GTA 5. Gut, ich bin schon bei 6 Minuten alleingelabert. Wir sehen uns dann in ein paar Sekunden, 2 Sekunden wahrscheinlich, mit dem Herr Dreamtex wieder zusammen. In GTA Online, aber nicht hier auf dem Berg wahrscheinlich. Das wird dann woanders sein. Dann mal sehen, was uns die nächsten Folgen bringen. Und ja. Ich muss noch ein Auto verkaufen, sehe ich gerade, dass ich die 240.000 habe, weil so viel kostet das Auto. Und das habe ich mir alles selber erspielt. Das habe ich nicht gekauft, wie manche anderen denken. Man kann ja 10 Euro an Microsoft Rockstar zahlen und die überweisen einen dann hier in GTA Online 1 Million Credits oder sowas. Finde ich scheiße. Da bleibt doch kein Spielspaß, Leute. Also ich habe mir alles selber erspielt bis jetzt und ja, wir sehen uns gleich wieder mit dem Herr Dreamtex. Und die Aufnahmedateien sind sehr groß, sehe ich gerade. Aber egal, es gibt bessere Qualität. Schönen guten Tag, Leute. Willkommen zurück. Wie gesagt, 2 Sekunden habe ich gesagt, der Dreamtex ist dabei. Hallo. Und wir haben nämlich gerade festgestellt, wir wechseln doch nochmal die Lobby, weil in der Zeit, wo ich hier die ganze Zeit auf dem Server war, schaut mal in die Liste. 596. Alter, kauf dir ein Leben! Fuck! Kannst du mir eine Einladung schicken? Jo, mach ich. Aber ich muss erstmal einen Server wechseln. Neue Sitzung finden. Dann do it mal. Ich habe den Leuten schon so ein bisschen erzählt, was jetzt die Aufnahmesession ansteht. Spoiler. Spoiler. Was? Nein, überhaupt nicht. Granatenwerfer. Nein. Und Nee, also von dem Granatwerfer habe ich jetzt nichts erzählt. Ne, ich tu gerade ja noch warten auf dein Dings. Ja, so. Lobby gewechselt. Ah. Oh. Ja, gut, hier ist nur einer drauf. Ja. Mal sehen, das werden vielleicht, denke ich mal, noch ein bisschen mehr im Laufe des Spiels. Eben. So, Freunde, Spieler. Hoppla. Ich überfahre Leute. Moment. Jetzt habe ich einen Stern. Ich mache das so selten, jemanden eine Einladung schicken. Daher muss ich mal. Leck Aua. mich doch. Hallöle. Ach ja, so ging das. Ja, jetzt weiß ich's, jetzt weiß ich's. Spieleinladung. So. War so ein bisschen noch in der Vorbereitung. Ich laufe mal runter zu meinem Auto. Und dann müssen wir mal noch ein Auto verkaufen, dann kann ich mir mein Auto holen. Ja, bin ich ganz deiner Meinung, weil dann kann ich mir auch mein Auto holen. Ich hatte mich auch gestern, also. Hast du noch ein bisschen gespielt danach? Nee. Aber ich habe 140.000. Oh. Ich brauche nur 145. Ach so. Ah, scheiße. Toll. So. Toll. Ja, ich habe ja mal erzählt, ich habe keinen Plan, was ich mit meinem Geld machen soll. Und jetzt habe ich einen Plan. Ich kaufe mir einen, wie heißt der, Fletzer oder sowas. Ein sehr schönes Auto. Kostet 145.000 Dollar. Haben gestern ein bisschen drauf gespart. Da hat sich der Dreamtex leicht verliebt. Ja. Ich habe es ja schon gefahren, aber man kann es ja nicht in Ich die habe die Garage. Soundeinstellung zur letzten Folge nochmal. Angepasst. Ja. Weil vom GTA-Spiel hat man selber fast gar nichts gehört. Ja, ich Wiederum ist auch. es auch Also ich. gefährlicher wegen GEMA und so. Ey, das ist der schlimmste Verein ever. Ja. Obwohl ja gar nicht GEMA deine Videos sperrt, sondern YouTube. Wir schreiben da drunter, dass die GEMA ist. Das Ich habe stimmt, ja, du hast ja aber mal.
Support angeschrieben. Ja, die haben da nichts tun. Ich habe nämlich meine GEMA angeschrieben, weil mir ist Folgendes passiert. Haben bestimmt ein paar Leute auf meinem Kanal mitbekommen. Folge 9 bei Mafia 2 war das. Die habe ich ja dann nochmal, da habe ich ja nochmal rausgeschnitten, den Teil, weil da war Musik im Radio. Und ich habe es damals gesperrt bekommen. Und viele andere, die mehrere Abonnenten hatten, zum Beispiel 30.000, einer, der hat es nicht gesperrt bekommen. Also ich halt denke, ja, nur weil die Geld einbringen. Naja. Das ist echt seltsam. Was verkaufe ich denn? Sag mal. Keine Ahnung, scheiße. Wo bist du denn überhaupt? Soll ich meinen Rocotto verkaufen? Ja, ich bin auf dem Flugfeld in Sandy Shores. Achso. Ich verkaufe jetzt meinen Rocotto, den habe ich zwar letztens erst für 85.000 Euro. Die Corvette ist ein Premiumwagen, gell? Ah ne, das ist keine Corvette. Was ist das denn? Der sieht auch... Sportwagen. Nur Supersportwagen kann man nicht verkaufen, ne? Ja. Gut, dann habe ich ein Auto. Ich komme mal zu dir rüber, gepiest. Jo. Ja, vor allem... Hier mit meinem Rocotto. Ich habe ja für 85.000 gekauft. So Audi Q7 ist das. Und habe dann sehr schnell gemerkt, der hat so scheiß Bremsen. Es macht so keinen Spaß mit ihm zu fahren. Das ist ein Fehlkauf war und jetzt verkaufe ich ihn wieder. Hoffentlich kriege ich noch so 40.000, 50.000. Wenn wir die ganze Zeit reden, dann kann ich hier im Hintergrund Musik laufen lassen. Das wäre vielleicht ganz gut. Dann ist das Spiel nicht ganz so still. Wäre nämlich ganz schön. Im Hangar. Weil die letzten 7 Folgen fand ich, um echt zu sein, irgendwie ruhig. Wir haben zwar die ganze Zeit geredet, aber irgendwie war es doch ganz schön ruhig. Es ging. Also wir haben ja, also vor allem jetzt in den letzten Folgen viel geredet. Ich will den Helikopter, aber ich muss das Auto verkaufen. Auf alle Fälle in dieser Aufnahmesession, wie ich bereits gesagt habe, machen wir mehr, hallo? Wie heißt's? Mehr Missionen mal, weil die letzten 7 Folgen, da haben wir ja nur Scheiße gemacht. Nur rumgefahren oder sonst irgendwas. Muss nicht sein. Wir sind übrigens wieder alleine. Was? Oh, ein grünes Auto. Bullshit. Aber okay, es ist ein öffentlicher Server, also da wird vielleicht irgendwann mal auch einer dazukommen. Ich fahr schon mal ganz kurz zu Payne's Grey, weil... Wir müssen dringend noch irgendwie noch eine Crew bilden, Alter. Ja, ich weiß aber nicht, wie das... Also ich hab's mal versucht, aber es hat einem nicht so geklappt, wie ich wollte. Müssen wir nochmal funktionieren bei Rockstar. Da muss ich mich auch noch registrieren, da habe ich mich noch gar nicht registriert. Bei Social Club? Ja. Nicht? Habe ich noch gar nicht gemacht, ne? Doch, ich musste, weil ich habe ja GTA 4 auf dem PC gespielt, da. Deswegen musste ich mich ja registrieren. Aha. Es war legal gekauft. Dieses Auto lässt sich so scheiße fahren im Gelände, das ist unglaublich. Was hast du für einen? Irgendeinen verkackten Sportwagen. Ist auch recht, diesig, recht nebelig hier. Guck mal hinter dir beim Sonnenaufgang. Oh. Das sieht so hammer aus. Weil ich fahre gerade mit meinem Auto in die Garage. Ah, der rutscht wie auf Eis. Verkaufen. 51.000 Dollar, ja. In dem Gewehr. Was, wie viel? 51.000 habe ich bekommen. Alter. Ja, den habe ich auch für 85.000 gekauft. Oh man, dieses Fahrzeug ist zu heiß zum Tunen. Ach, fuck doch ab. Okay, brauche ich ein anderes. Ah, ja, okay, sieht auch schön aus mittlerweile. So, warte mal, jetzt habe ich 53.000. So, ich nehme lieber den Jeep da. SUVs bringen eigentlich meistens Geld. Ich habe jetzt 200.000. Na, steig ein. Ich kann mir auch fast den Lamborghini kaufen. Aber will ich nicht. Theoretisch könnte ich mir auch eine Wohnung jetzt kaufen. Ey, du hast doch eine richtig gute. Ja, aber noch eine. Wofür? Weiß ich nicht. Ich dachte, du wolltest ja Lamborghini. Ja klar, den hole ich mir auch. Here for the magic touch. So, verkaufen. 300. 3 verkackte 100. Dann verkauf nicht. Alter. Aber verkauf nicht, sonst kannst du 3/4 Stunde. Ja, dann. Alter. Dann nehme ich halt den. So ein super Geländewagen. Hallo? Oh, warte. Bringen Anhänger Zusatzgeld? Weiß ich nicht. Alter, dann hole ich mir da hinten einen mit Anhänger. Ich fahr mal ganz kurz, solange du da ein Auto suchst, was dir genug Geld bringst, fahr ich mal zum gesuchten Fahrzeug. Ist ja keiner da im Moment. Ja, weil... Es gibt nochmal, dann habe ich genau 200.000 ungefähr. Ach, das mit der Sonne sieht so geil aus. Also das haben die wirklich sehr gut hingekriegt in GTA Online. Beziehungsweise aber in ganz GTA 5. Wo ich auch nochmal dafür bin, dass die Zuschauer und den Profit ein bisschen motivieren, dass ich eine neue TV-Karte kaufe. Weil ich dann seine alte bekomme.
Bruder, da musst du noch einen Monat warten. Ja, okay, weil sonst, ich habe immer Ton bei GTA, aber dann hört man das über mein Mikro. Stimmt, das dann über Lautsprecher. Ja, stimmt, stimmt. Deswegen habe ich ihn jetzt ausgestellt. Es ist schon leerer, schon ein bisschen. Ich beeil mich. Drückend. Muss aber leider halt noch einen Monat warten. Also bis ich mein neues Gehalt kriege, weil durch die Sommerreifen, die ich mir von meinem Auto geholt habe, ist recht viel übrig geblieben. Weißt du, was ich gerade auf der Autobahn gefunden habe? Da ein Monster Truck. Toll. Der stand da einfach rum. Ich nehme mal ein anderes Auto, damit es schneller ist, dann geht es auch noch schneller. So, den kann ich doch verkaufen, oder? Ja. So. Was ich ein bisschen schade finde, ist, die Animationen im Auto vom Charakter sehr schlecht sind. Er schaltet nicht. Er tut ja, nicht. Ja gut, aber um ehrlich zu sein, wenn du im Auto sitzt, man sieht den Charakter kaum. Ja, aber wenn man genau hinguckt, seine Beine bewegt er auch nicht, wenn du bremst oder Gas gibst. Doch, doch, das habe ich schon gesehen. Wenn die Tür an der Seite weg ist und man fährt, dann habe ich das schon gemerkt. Dann schaltet, dann sieht man, wie der die Kupplung tritt. Das sieht man, glaube ich. So, 241.000. Und gleich haben wir nur noch 1.000 übrig. Hoppla, falscher Knopf. Ja, warte. Falscher Knopf, habe ich gesagt. 2,5 Kilometer bis zu meinem Auto. Schon wieder falscher Knopf, das gibst du nicht. So, jetzt. Boah, ist krass nebelig auf in GTA gerade. Reise und Transport, Legendary Motorsports. Wo ist er? Da ist er. Du musst dir noch den Elegi jetzt holen, der ist ja kostenlos. Ah ja, den kann ich ja, glaube ich, auch. So, in welcher verkackten Farbe? Das jetzt die. Ich meine, ich tue den sowieso umspritzen, ich hole mal ein Orange. So, alles weg. Oh, geil. Ich habe gerade so ein Grinsen im Gesicht. Und jetzt gerade so ein Bug, dass er weg ist. Den Elegi kann ich mir immer noch nicht holen. Lustig, ich konnte mir holen. Also ich konnte mir holen, kostenlos. Und das Auto hat 315 Spitze, 505 PS oder sowas. So. Stand da, guck mal nochmal auf Legendary Motorsports, wie viel PS und sowas der hat. Konnte ich auch nicht gucken, habe ich eben versucht, geht nicht. Okay, weil bei dem, was ich mir hole, hat der 666 PS. Gut, ich habe für meine 10 jetzt. 6 Liter Hubraum. Da. Ach geil, ich kann mir den Walker liefern lassen. Nein, ich hole den ab. Ja, warte kurz, ich muss mir auch noch kaufen. Abholen. Ich muss nur schnell das Auto holen, umspritzen und wegbringen. Ich fahr mal zum Flughafen. Steht's bei Flughafen oder wie? Ja, ich bin. Nein, also. Ich stehe in der Nähe dahin, ich bin nur in Sandy Shores. Ach, der Flughafen. Und fliegt dann rüber. Man muss auch schön zum richtigen Los Santos Flughafen fliegen. Mach ich auch. Wir wollen ja nicht noch einen Strafzettel bekommen. Ja, ich hol mir mal so lange, wie du brauchst. Im Moment sind wir immer noch alleine. Gut, oh, wir haben 10 Uhr abends auch, da kommen nicht viele. 10 Uhr morgens. Morgens? Stimmt, morgens. Das ist echt völlig. Ayoi. Ach Mann. So, jetzt noch schnell das Auto. Bruder, gestern Abend, gell, bester Abend ever. Erzähl. 2 Frauen am Start, mehr sage ich nicht. Ja, das war schön. Hast Erfahrung, ne? Hast Erfahrung. Ihr neues Modell Walker ist jetzt in ihrer Garage. Moment. Stell dir vor, das würde so ein paar Tage dauern, bis das geliefert ist. Wie in Real, Alter. Sie müssen jetzt 6 Monate warten, Alter. Ja, aber ich glaube, in Real muss man auch nicht 6 Monate auf ein Lambo warten. Sonst würde da keiner mehr... Auf ein Lambo, glaube ich, muss man noch länger warten. Echt? Weil der ist ja nicht seriengemäß, die bauen nur, wenn einer angefordert wird. Ja, die bauen ja nicht 6 Monate zu bauen. Machen ja, zum ja. Prüfen und so schon. Ich meine, das Motorrad, was du okay, das ist Serie, aber das kannst du auch extra bestellen, dann dauert es eine Woche und ist da. Was richtig lange dauert, ist zum Beispiel unser Auto, was wir hatten, ne? Wir haben, die Wartezeit hat eigentlich 6 Monate betragen, weil es recht neu war. Und was wurde aus 6? 9. Ja, bei uns nicht. Und mittlerweile, wenn man das Auto jetzt kauft, hat man über ein Jahr Wartezeit. Krass. Musst dir mal vorstellen, du kannst dir mit, wenn du sagst, ja, ab 4 Jahre kaufe ich mir ein neues Auto, dann kannst du schon ab dem dritten Jahr sagen, okay, ich bestelle mir das Auto, dass ich es nächstes Jahr habe. Ist doch krass. Klar.
Ja, okay, der steht jetzt bei mir in der Garage. Ich hol den mal kurz raus, aber ich parke ihn gleich wieder. Wir machen nämlich noch ein bisschen Geld, damit wir den noch tunen können. Ja, das mache ich ja gerade mit Weil dem ich habe Grünen. nur noch 2000 verkackte Dollar. Ja, ich tue ja extra gerade das grüne Auto einsammeln. Ey, wir sind nicht mal allein auf dem Server. Wer ist denn da? Mario Tose. Ey, Mario Tosse. wenn er jetzt mein grünes Auto nimmt, dann gibt es Tee. Der. Nee, nee, der ist. Wo ist der? Ja, der ist am Arsch Der der ist Welt. irgendwo bei mir in der Nähe. Also weit weg von dir. Der ist. Moment. Ja, der ist beim Stripclub. Der macht ein paar Bitches klar. Und dann geht's ja. So, ich fliege zu. Warte, ich hol. Soll ich dich abholen am Flughafen? Am. Ja. Gut, dann komme ich zum Hafen. Weil ich muss jetzt nochmal zum Paint Spray, ohne dass ich entdeckt werde am besten. Und dann habe ich kein Auto mehr, wenn ich es verkaufe. Ne, ich bin ja beim Simeon, du kannst mich dann am Hafen abholen. Ja, ich fliege zum Hafen. Ach, perfekt. Und der Polizist direkt hinter das Paint Spray gefahren, während ich gerade vor der Garage stehe. Perfekt. Wirst du noch Jetzt. gesucht? Ne, ich bin jetzt ja am Paint Spray dran. So. So, wo Dankeschön. landen wir denn? Wo ist denn der Simeon meistens? Ich will das eigentlich nicht umlackieren. Nimm die billigste Lackierung. Aber eine schöne. Ein Silber nehme ich heute mal. Weil ich muss jetzt auch erstmal vom Paint Spray am Flughafen zum Simian fahren, sind ja noch gut 4 Kilometer. Außerdem, wir müssen mal, wenn du dir eine TV-Karte halt holst, muss ich erstmal gucken, ob du überhaupt den Steckplatz dazu hast. Stimmt. Auf dem Mainboard. Weil das wäre sonst blöd, du kaufst dir da noch eine 200-Euro-Karte. Da kam gerade ein Flugzeug an dir vorbei. Ja, ich hör's. Ich Das auch. ist von Egelsbach da hinten. Naja, genau. Von wo sonst? Frankfurt? Ja, da fliegen wenige. Also in Frankfurt fliegt ja eigentlich mittlerweile kaum wirklich noch ein Privatjet oder ein kleineres Naja, wenn du am Flugzeug. Airport mal so ein bisschen bist, da kommen pro Tag drei Privatjets am Flughafen runter. Ja, ist nicht so viel, ganz ehrlich. Ja, okay, Egelsbach ist natürlich viel mehr, klar. Ja, die meisten steigen halt jetzt auch in Egelsbach ab, weil es halt auch der Flughafen hat einen guten Ruf bekommen. Er gehört Warren Buffett, einem der reichsten Männer der Welt. Da ist ein Schuhbeck-Restaurant drin, also jetzt nicht mehr, aber war mal. Hat auch sehr lecker Da geschmeckt. wollten wir mal rein. Ich war da mal. Und? Wir haben gebruncht für, lass mich sagen, 7 bis 10 Euro pro Person. Das All you geht can aber. eat. All you can eat, ne? Das geht aber. Das ist. Boah, war das lecker. Das ist Und so günstig. jetzt der neue, meine Nachbarin war da drin. Vorspeisensuppe 19 Euro. Dann haben sie Suppe gegessen und sind gegangen. Alter. 20 Und verkackte Euro für Suppe. ja, Vorspeisensuppe. Boah. Ja, und der Schubeck, der war schon, ich meine, Schubeck, der kann kochen. Und der hat Leute, die kochen können. Das war schon echt lecker. Also. Ja, ich habe da mein Praktikum gemacht. Ja. Klappe. Wo hast du eigentlich dein Praktikum gemacht? Welches? Ich habe zwei Praktiken. Drei gehabt. In der Schule. Ja, drei in der Schule habe ich gehabt. Ist, warum so viele? Ein soziales, der Girls Day und Ja, das normale. Girls Day ist ja kein Praktikum. Ja gut, da war ich bei meinem Vater am Tag. Ja, wow. Das war, wo war das? Elektrofirma. Ich sag aber keine Werbung wegen und so, ne? Ja, ich war bei einer Bank. Bei der Bank. Wo hast du auch Sozialpraktikum gemacht? Nö, mussten wir nicht. Nicht? Da Nö. war ich bei Obi, das sage ich jetzt aber. Ja, ich war bei der Sparkasse, kann man auch sagen. Das war so chillig, vor allem der Typ, den ich da hatte, Alter, der war so gechillt. Ja, ich musste am ersten Tag gegen den Chef ums Abwaschen spielen. Also der in Oberhausen ist ja der Filialenleiter von Südhessen. So, den können ein, zwei, drei paar Sparkassen, ne? Und wir haben Arschloch gespielt, das Kartenspiel. Und der Verlierer muss halt abspülen. Und ich und der Chef als letztes übrigen, ja, also ich kann nicht auch feuern, überleg dir, was du machst, gell? So aus Spaß und ich hab gewonnen und er musste ja abspülen, das war schon ein bisschen lustig. Schön. Ich warte am Dingens. Ah, da bist du schon. Bin gleich da. Musst aber noch ein Auto wegfahren und beeil dich, ich hab Bullen am Arsch. Hey, warte. Wo sind die Bullen? Nicht wenig. Mann, was für eine Schönheit, das finde ich auch. Und dann kriegst du wieder nur so 1000 in die Hand gedrückt. Für eine Schönheit.
Ey, der Simeon ist so ein Abzocker. Okay, 6000 ist okay. Okay, beeil dich, die kommen. Du hast ein Flugzeug, Alter. Trotzdem. Und jetzt in der Rotor laufen. Wir sind wieder allein auf dem Server. Passiert. Du machst das? Gut. Dann kann ich mal ein bisschen mein Geld einzahlen. Mal gucken, wie viel ich am jetzt so, habe. Weg bin ich. Ich habe 196.521 Dollar. Dann gehen wir mal auf iFind, Reisen und Transport, Legendary Motorsport und kaufen uns natürlich den Elegi nochmal. Entspannt. Kaufen uns. Den hättest du ja dann dreimal. Zweimal. Ich habe mir erst einmal. Kann ich Radio anmachen? Ja, ich kann Radio anmachen. Den Pfälzer. Hier, 6 Liter Hubraum, 6 Liter. Ah, was für eine Farbe. Schwarz, passt schwarz gut? Oder weiß, oder schwarz, oder grün, blau, orange. Nimm irgendeine Farbe, den tust du am Ende eh umspritzen eigentlich, oder? Ich nehm schwarz. Das Auto dürfte bei dir in der Garage sein dann, ne? Ja, ich hab noch. Deal Mist Man. Alter, jetzt sind drei Level 28er hier auf dem Server. Ich hab jetzt, ihr Fahrzeug wird demnächst ihre Garage geführt. Ich hab jetzt noch 51.000 Dollar zu tun. Ich habe absolut gar nichts. Ich denke, wir fliegen jetzt zu unserem Home. Ja. Und warten dann mal, bis bei dir das Auto da ist. Und fahren damit mal zu einer Missy, oder? Ja, aber erstmal musst du ein bisschen höher steigen. Warum? Jetzt klatsche ich noch auf. Passt schon. Muss ja hier runter. Ja. Ich will abspringen. Ach, du willst abspringen? Ja. Sag doch. Bitte ganz nach oben. Das reicht von der Höhe. Jetzt darfst du umdrehen. Moment. Wir stürzen gleich ab. Ja, Strömungsabriss, ich merk schon. Was machst du auch? So, spring ab, ich will auf da unten landen. Willst du mich loswerden, oder wie? Ja. Geh weg. Cool. Boah, beste Landung ever. Ja toll, die erste extrem hart, weißt du, hast du Angst, dass das Fahrwerk abbricht und die zweite, weißt du, ist der schon gelandet? Oh, gegen Laterne geflogen, aua. So, hey, auf, fahr, los! Du bist auch schön gelandet. Mann, eine Verabschiedung. Alter, wenn mir in Real sowas passieren würde, weißt du, dass vor mir ein Flugzeug steht, das versucht zu wenden, ich würde 70 Kilometer Abstand halten. Und was macht der? Hupt und bleibt stehen. Toll. Ah, in der Garage. So. Ah, ich hab mein Auto, ich hab ein Auto, ich hab ein Auto, ich hab ein Auto. Ich hab auch ein Auto. Oh, ich freu mich so doll. Moment, bevor du reingehst. Ah, scheiße, er geht schon rein. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Die hat schon eine halbe Stunde. Was? Also mit der anderen zusammengezählt. Achso. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann die erste Mission starten. Tschüss.